Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2. Ja, das behalten wir gerade so hierfür und fertig. Wir machen gleich damit die Sitzung. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Das ist Part 1. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt: Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern, zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdick und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Also wie schon gesagt, herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2. Zu Part 1. Und wir fangen jetzt ein ganz neues Spiel an. Und los geht's. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Dann wollen wir jetzt mal hier jetzt einen Abgang machen, um von hier abzuhauen. Hier, so. Desmond? Also. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Jetzt mach halt was. Okay. Gut. Steig rein jetzt, komm. Mach, was sie sagt, rein mit dir. Wenn die reden, bin ich still auf alle Fälle. Das vergesse ich meist immer. Tut mir leid. Jetzt kommt eine Videosequenz und da bin ich jetzt erst recht still. Subjekt 17, Desmond Miles. Subjekt 16, vertrau dich. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Ja. Gib den mir. Giovanni. Meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Und? Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Ah ja, und hier ist es ja wieder ganz anders mit dem Ding. Da ist es ja auf R-Ding nicht mehr. Da ist es ja auf Dreieck der Atlas, so wie ich sie eigentlich normalerweise immer haben wollte. Geburt eines Assassinen. Ja. Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Trophäe erhalten.
Weil ich es eigentlich gerne so haben wollte, natürlich, klar. Immer auf Dreieck. Den Adler sind. Weil. Ah, ich kann natürlich wieder. Wir kommen hier wirklich raus? Ja, natürlich. Folg einfach Lucy. Stargo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole. Zwischenfall im Forschungstrakt. Komm schon, wir müssen weiter. Bin doch schon da, bin doch schon da. Hier müssen. Da sind sie! Lasst sie nicht entkommen! Heilige Scheiße! So, sagt man das mal. Geh einfach weiter, ich weiß, das ist gut. So. So. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Klar. Vorsicht. Ah, okay. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Zwei. Aber halt die Augen offen. Warte. Ich möchte ungern kämpfen. Das Ding ist so groß, ey. Da kommt man locker raus. Ohne entdeckt zu werden. Ist das ein Animus? Ja, das sind sehr viele Animusse. Bleib bei mir. Bin schon da, bin schon da. Keine Angst, bin da. Gibt's denn davon? Vorsicht. Sagt man Animusse oder Animi? Nee, Animusse. Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond. Frag mal zu viel. Du weißt für was. Für noch welche, wo genauso sind wie du. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Lässt sich nicht erinnern. Ja, kannst du beliebig das tun. Komm schon. Probier andersrum. Ja. Was hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung. Gehen wir. Sei froh, die Tür ist offen. Moment so. Mensch, Lucy. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Tore. Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Na, da kommt mal her, ihr Süßen. Ah, ich kann auch kontern, cool. Dann komm her. Alter, lasst mich gefälligst in Ruhe jetzt. Wenn ich noch einmal. Jetzt geh K.O. endlich hier. Und dich, um dich kümmere ich mich auch noch, Alter. Das war nicht nur geschlagen hast, ey. Jetzt hau endlich ab, Alter. Kann man den noch treten? Schade, geht leider nicht. Kann ihn nur schlagen, ey. Was hast du davon? Das geschieht euch allen so recht, ihr Penner. Tschüss. Rein. Im Ernst? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Natürlich ist es eher ernst. Fast da. Kopf zu. Tür zu. Kopf rum zu. Trophäe erhalten. Arvi Deci. Abstergo. Arvidergi. Oder Arvidergi. Oder Arvidergi. Wie gesagt. Das man liegt in so einem schönen Kofferraum. Ah, wir sind da. Super. Aufsteigen. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Kofferraum. Super. So. Sei froh, ist traurig. Jetzt, dass hier los ist. Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond.
Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Nee. Stargo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Stimmt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Genau. Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Richtig. Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Ja. Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Von den Augen, wie jetzt sie auch kriegt. Ich ging ja. Guck das so ran und Ding. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Wir machen gleich eine längere Aufnahme draus. 1000 Minuten lang. Irgendwas. 1000 Minuten irgendwas machen wir draus. So. Dann sollen wir hier reden. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Mach das mal, aber wir setzen uns noch nicht. Wir reden erstmal mit allen anderen noch hier schnell. Sorry. Hey, also ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Weil so viel Zeit muss nämlich sein. Jetzt nur noch schauen. Und dann geht's los. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Ja, sei doch nicht so arrogant, Alter. Was ist los mit dir? Echt. Sicherlich nicht erwartet von dir. Okay. Warte. Genau. Hinlegen.
Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Trophäe erhalten. Willkommen im Animus 2.0. Ja. Jawohl, die ersten Hueplay-Punkte wieder. Super. Die werde ich dann nämlich dann auch alle einlösen, sobald ich 30 habe. Weil die anderen habe ich ja schon alle eingelöst durch die 60 Punkte. Los geht's. Italien, Florenz. Republik Florenz, 1476. Dafür sammeln die sich jetzt alle. So. Und da kommen auch wir, Ezio Auditore. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Insieme. Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Oh, das ist bereuende Lage noch. Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Ja, jetzt kriegen wir unsere Narbe. Oh. Jungs sind Jungs, klar. Das sind Feveri. Die Pazzi Männer bekämpfen, akzeptieren. Ja, natürlich bekämpfe ich die jetzt. Okay, dann machen wir mal hier durch in den Kampf hier so. Ja, kommt mal her jetzt. Komm mal her jetzt. Hab dich. Wer will der Nächste sein hier? Ich weiß, das ist Viereck, klar. So. Komm mal her, mein Freund. Jetzt beruhig ich dich erstmal. Hey. Komm her, wenn du mich schlagen willst, komm her. Hör auf! So, hab ich dich. Weg mit dir. So, kann man dich auch noch treten irgendwie? Alter, du wachst mich zu Schlangen, komm her. Jetzt hau endlich ab hier. Ja, schon wieder. So, dich hab ich auch, komm her. Mehr. Hey! Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Oh, ich kann kämpfen, glaube ich. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Ja, mal gucken. Ringen wir rein. Komm mal her da. Okay. Jetzt hau ab, Alter. Alter, wo bin ich denn hier eigentlich überhaupt? Oh, komm, Junge, jetzt hau endlich ab hier. Du kannst auch abhauen hier. Ja, wer will der Nächste sein? Komm. Wer von euch will der Nächste sein? Ja, wer von euch bei... Na, du. Dann komm her, Alter. Willst du der Nächste sein? Komm her. Ja? Und hab auch dich. Tschüss. Alter. Was fällt dir ein, dass mein Bruder in Ruhe, Alter? Was soll das? Jetzt komm her, es gibt ein paar auf die... Was ist hier, Alter? So.
Alter, was soll das? Lass mal. Ein paar eine auf die Backen, ey. Was soll der Scheiß? Jetzt komm halt her. Ja. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Ja, komm. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Nee, das wollen wir ihm jetzt ergeben. Egal. Ja, tu ich doch gerade, was du... Meint ihr, was ich gerade mache die ganze Zeit hier? Verflucht noch eins. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht fluchen. Aber so. Ich nehme gleich... Ich, so. Ja, ich weiß zwar. Das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Ja, ja, ich hau gleich ab hier. So. So. Das ist klar, dass ich hier geschrubbt halten muss, das ist klar. So. Kommt ihr mir nicht davon, das könnt ihr mir glauben. Hab ich den? Was sind die? Hab ich die schon? Nee, noch nicht. Ich hab momentan gar keine Waffen, um was zu tun. In der Brücke da drüben. Tja, ihr seid dran schuld, wenn sowas ist. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Hm. Ja. Dreieck ist natürlich der. Dreieck ist natürlich. Dings. Natürlich, Dreieck ist halt immer mit Reden, ist klar. Machst du hier alles mit Dreieck, das ist klar. Normal. So. Und dann, ich komme. Ja, ja, ich weiß, wie man hier rennt und alles macht. Ich weiß es. Oh Mann. Ja, jetzt. Ist das nicht gefährlich? Nee. Warum sollst du es? So. Hey, runter. Gut gemacht, Ezio. Hopp. Kommt, Freunde. So, wir sind da. Ben trovato, dottore. Hm, die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Affottiti! Das war's auch schon und jetzt verschwindet ihr. Grazie. Hier, ja, da hab ich noch viel über, da hab ich noch eine... Menge Florin übrig. Herrliche Nacht. Hm? Allerdings, ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte, sie sind's. Musst du denn schon wieder hin? Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber... Ach, da drüben. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Klar, können wir machen. Ja, ja, ich muss das Rennen gewinnen, ja, ja, ist mir klar. Dann auf drei. Wo ist der? Due, tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Komm, du Schildkröte. Ja! Geh doch darüber in meine Fresse, ey. Ja, komm, ey! Nur weil du so bekloppt im Kopf bist hier, Junge! Echt!
dich an diese Scheißwand da festhältst und nicht hochgehst, ey. Echt. Der Kleine muss noch so viel lernen. So was Beklopptes, ey. Nur weil er sich so dumm anstellt hier bei sowas. Komm, du Schildkröte. Na also. Jetzt aber. Ja, geschafft. Hab dich jetzt überholt, Alter. Wo bleibst du? Komm hoch. Jetzt. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Darf ich jetzt mal? Danke. Ich hasse es, wenn hier nie das klappt, wie es soll. Ja, dann geh doch da rum jetzt. Ja, komm, ey, wirklich. Willst du mich gerade verarschen? Voll Honk. Ja, komm, super. Mach doch gleich, was du willst. Echt, ey, wirklich. Boah, ist halt ein scheiß Fehler drin. Jetzt sind so ein paar bekloppte Fehler drin, wirklich. Am Anfang habe ich das gleich bei der anderen Konsole, habe ich sofort gleich geschafft, ey. Und hier spackst du wieder rum und fuckst mich gerade so ab mit deinem Scheiß. Echt. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Meine Fresse, ey, wirklich. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 2. Entschuldigung, dass ich gerade eben ausgerastet bin, aber kann ich auch nur ausrasten, wenn es gleich am Anfang schon so gut losgeht wieder. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Ja. Ist doch so, wenn es jetzt schon wieder so losgeht. Ich weiß, wie man Aussichtspunkte macht. Alles auf Dreieck, ist klar. Du machst schließlich Atlas in auch auf Dreieck. Aber ich finde es gut, dass es einfach nochmal erklären, für den Fall, wenn man es nicht weiß. Ja. Hallo? Darf ich? Danke. Cazzo, Vieri. Ich verstecke mich besser. Hm. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Tut mir leid für die Fehler, was passiert sind gerade, aber egal. Ja, los, haut ab. Du hau auch ab, Alter. So. Mal gucken. Nee, ich kann... Ja. Ja, dafür kann... Was ist los mit euch, hä? Wenn noch einmal kehrst hier, Alter, dann... Problem, ey. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. So jetzt. Das meinte ich eigentlich nicht. Endlich machst du das, was ich will. Danke, Ezio. Jetzt bist du wieder mein Guter. Jetzt rein mit dir, komm. Komm her. Die ganze Schwung alles gut raus bei einem. Oh, Ezio. Hab ich doch gedrückt, dann geht doch, Mann! Oh, Ezio. Jetzt fangen die Steuerung auch noch an, ey. Ich drück den Kreis und was macht, gar nichts gleich. Kerze aus. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald! Komm, meine Tochter! Der Hauslehrer soll tanzen gehen! Was soll das? Perdonate, Messere! Bitte verzeiht! Ich bring dich um! Ach, bitte! Das ist nicht nötig! Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf!
So. Es gibt absolut keinen für Gewalt. Tschüss. Hep, hep, hep. So, jawohl. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Nein, das ist gleich. Ich kann es natürlich. Ich brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ich bin quasi unschuldig. Mir geht's um das gleiche wieder wie. Da kann ich dann so. Ja, wenn ich den hatte, dann kann ich hier mit so, hier rüber, so und dann alles mit dem hier rechts gesteuert und hier so machen. Und dann habe ich dann da, irgendwo habe ich dann später dann auch mein Ding, wo ich dann das dann hier so einstellen kann, da ich dann einmal so hoch und runter kann, da ich dann das dann so habe. Und das Ganze dann so auf Steuerkreuz, das dann alles wieder auszuwählen. Rennen mache ich nicht, das kann man vergessen, die Rennen mache ich nicht. Ja, das sieht mir jetzt bis zum Ende immer, aber nicht schlimm, weil da fühlt sich gleich wieder auf. Ja, hier. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viera di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Wir werden viele Türme, wir werden viele Aussichtspunkte freimachen, wir werden die ganzen Aussichtspunkte freimachen in dem Spiel, wir werden viele Nebenquests machen, dass wir nicht so schnell durchrushen in der normalen Hauptquest oder der Story, dass wir nicht so schnell durchrushen. Machen wir dann noch viele Nebenquests und alles, um auch die Parts zu verlängern, richtig zu vergrößern halt. Aber das ist, glaube ich, bei Assassin's Creed wie auf PlayStation 3 ist es genau das gleiche. Funktioniert hier die Steuerung genau gleich. Bloß muss man bei der Dreier hier oben rennen und hier unten ist dann halt, ja, wie halt hier dann das mit dem Rad aufmachen. Ist dieses Rad aufmachen und hier unten. Und bei 3 ist hier oben rennen und ein Rad unten bei. Und bei der PlayStation 4 ist es halt hier umgekehrt. Und den geht alles ganz normal. Und das, so ist es auch besser, weil du kannst hier nicht mit Dingen und so das nicht machen. Du kannst so ein bisschen ranholen, aber du kannst hier Adlerauge steht hier oben angeschrieben. Finde ich einfach geil, dass die das da auch hingehen und anschreiben. Finde ich gut, weil Adlerauge du immer noch. Adlerauge habe ich momentan nicht, also kann ich ihn auch gar nicht einsetzen. Aber Beste ist, dass ich das immer auf Dreieck einsetze und auch Dreieck immer synchronisieren tue. Und dann kann ich mir hier auch jemanden so packen, werfen. Oder wenn ich jetzt hier renne, kann ich dann hier gedrückt halten. Kann ich hier so, pass auf, ich renne mal hier den hin. Ach komm. Och ja, ey, komm. Ja, und kann dann dadurch, wenn ich dann hier das gedrückt lasse, dann auf ihn dann stoßen, wie es hier steht. Und rammen und greifen. Jetzt hier rammen. So noch rammen. Unglaublich, ihr könnt doch nicht einfach hier und wenn ich nah dran bin, kann ich sie so. Und wenn ich zum Beispiel nah dran bin, kann ich mir sie nämlich hier greifen und kannst vom Dach schmeißen. Oder was auf? Einmal so. Wenn ich den habe, halt hier Kopfstoß. Werfen, schlagen oder Knie. Pass auf. Kniestoß. Bam. Kopf. Bam. Schlagen. Bam. Bam. Alles. Ganz wie immer. Aber ich kann gerade nichts kaufen, weil ich keine Waffen habe. Deswegen habe ich immer noch kurz das so. Aber das soll man nur abwarten, wenn es soweit ist, weil dann. Es tut mir so leid, Miss Vere. Was habe ich denn nur gemacht? Kletter ich über die Dächer.
Da kriegt man auch keine Ahnung. Okay, dann gehen wir. Warte, nee. Dann gehen wir erstmal hier kurz hoch. Springen erstmal hier rüber aufs Dach. So, und klettern jetzt dann hier hoch. Immer noch erster Part, natürlich. Ich mach die ersten Parts immer länger. Wir müssen jetzt Assassin's Creed 2 gerade. Natürlich werde ich da auch alle Waffen, Rüstung, Motoren, alles frei machen. Aber nicht alles auf einmal. Ich mach da ein bisschen langsam mit dem ganzen Sack. Okay. Mensch. Ja. Das ist aber wirklich mal dreist. Dann kommt her, wenn ihr noch die Klappe wollt, dann kommt her, so, komm her. Was ist? Hau ab jetzt. Was willst du, komm her. Komm. Hau ab, Alter. So, wenn ihr Probleme machen wollt, dann gibt's dann die Klappe hier. Ja, und auch du willst rein. So. Weg. Jetzt fall ich hin, aber brauchen wir denn? Verschwindet hier jetzt. Gefälligst alle miteinander. Ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Die anderen, wir machen auch mal 40, 50 oder 30 oder auch viele 20er, 16, 18, 19, 20, 13, solche machen wir sehr viele. Wir machen sehr viele Minuten mit sowas, natürlich, klar. Aber zuerst mal habe ich hier drum einen Aussichtspunkt. Halt! Nein! Ich wollte gerade über das Dach, über das Ding da rennen, aber... Ach komm, ey! Das ist doch langsam echt bekloppt, wirklich! Komm, ey, das ist doch nicht mehr witzig, sowas, wenn ich hier nicht überall klettern kann jetzt. Alter, ey, komm. Das ist doch gar nicht mehr so, das finde ich nicht witzig jetzt. Ja. Ezio, geh hoch, komm. Ja, jetzt komm, lauf doch ein Stück da rüber einfach, meine Güte, ey. Nein, du gehst hier nicht nochmal runter. Du gehst jetzt hier vorne drüber. Genau. Und kletterst jetzt hier hoch. Hoch mit dir. So, machen wir gleich den Punkt auch noch frei hier. Danke. Natürlich kannst du da diese Attentat-Kombos genauso machen wie im anderen auch. Und kannst da auch, wenn du Ringe abnimmst und anhand einer Axt... Und du rammst dem dann das Ding in den Hals oder in den Kopf. Das oder Bauch und Hals oder Bauchkopf, wie das halt ist. Das funktioniert hier auch, natürlich. Und das geht genauso wie hier auch. Guck, da bleibst du, da stellst du dich eigentlich dran, drückst X, genau, beim anderen Spiel alles auch. Und dann kannst du so Geld besammeln. Beschaffen halt, sammeln halt. So, jawohl, hoch mit dir, Ezio. Perfekt. So. Dann haben wir über die Dächer hier. So, yes. Jetzt bist du wieder mein Guter. Genau so solltest du es machen. Warte mal, hier kann man sich abhängen lassen. So habe ich es gerade gebraucht, weil ich gehe jetzt hier nämlich hoch. Und will nämlich hier rein und den Schatz hier holen. Wenn wir schon dabei sind, werden wir uns dann auch gleich noch ein paar Schätze und alles mitnehmen, wenn wir schon in der Nähe sind. Und natürlich werden wir auf... okay. Yeah. Warum bringt ihm denn niemand Respekt bei? Deswegen. Blut sieht nur. Oh, ich laufe mal hier lang. Ich will meine Ruhe haben von denen. Hau ab. So, weg mit euch, komm.
So. Schön weiterarbeiten. Biscero. Ja. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Da wird anklopfen. Ah, mein Sohn. Was machst du mit Kreis, das ist klar. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun würdest du uns entschuldigen. Okay. Es war nett, dich zu sehen. Du bist schon ein bisschen noch dran, Alter. Kannst du mit rum. So. Wer nehme ich mir als erstes vor? Sind es die Mutter? Ich glaube, wenn man draußen ist, kommt auch noch der Bruder, glaube ich. Ja. Dann machen wir das ist den Bruder. Ja. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Gut. Helfe ich jetzt dem kleinen Bruder Petruccio, dem kleinen Bruder. Lass mal hier. Sonst haben wir hier kleinen Bruder noch mit hoch. So, und dann gehe ich jetzt und besorge ihm die drei Federn hier. So. Wo ist denn die Feder? Wo ist denn die bekloppte Feder? Ah, hier. Ich wollte schon gerade sagen, wo ist jetzt diese bekloppte Feder, ey? So. Oh, ja. Alter. Kannst du mal aufhören, dich abzustoßen hier? Einmal hochklettern einfach. Danke. Die Feder schon wieder. Oh, jetzt haut endlich ab mal. Komm hoch mit dir jetzt. So. Hab sie doch schon. Ja, dann kommt mal her jetzt, verdammt. Und du haust jetzt eigentlich ab hier. Endlich auf zu nerven, Junge. Ah, wenn ich dann schon da bin, dann gehe ich auch gleich hier hoch. Dann mache ich hier gleich den Ding frei, hier den Aussichtspunkt hier. Meine Güte, ey. Hoch mit dir, Ezio. Komm. Wenn wir schon da sind, mach gleich den Aussichtspunkt. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir auch gleich den Aussichtspunkt hier frei. Nein, wenn wir schon in der Nähe sind, machen wir den, nehmen wir den gleich mit. Weil, dann brauchen wir nicht doppelt hier hin spazieren. Dann können wir es einmal frei machen. Und dann, ja, egal, scheiß drauf, Hauptsache wir sind unten. Weg. Alle Mann weg. Hier wollte ich Ärger haben, ey. Du wirst dich bald nicht mehr mit mir anlegen, mein Freund. Wo ab jetzt? So, dann kaufen wir mal, halten wir uns das mal hier so. Und wenn wir dann schon dabei sind, werden wir gleich noch den Apothekenbedarf damit einkaufen. Gleich 5 Stück, so. Ich find's gut, dass wir hier schon gleich 5 Stück kaufen können. Jetzt weg hier. Weg. So.
Wieso klopft er in seinem eigenen Haus eigentlich an? Das verstehe ich nicht. Wie versprochen. Grazie, Bruder. Das ist Ding weg, ja. Wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. So. Dann machen wir als nächstes die Schwester. Hey, Claudia. Wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist Duccio. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Hyänen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Ja, das Reden kenne ich. Einen Takt mit ihm reden, das kenne ich schon. So. Gerechte Strafe. Ja, dann wollen wir mal loslegen hier. So. Oh ja, ey, immer diese behinderte Kamera Stellung hier für mich. Ich kann hier überhaupt noch nichts kaufen. Ich kann das einzige, was ich kaufen kann, ist Medizin und alles. Und natürlich werde ich auch alle Dinger synchronisieren, aber ich glaube, da gibt's glaube ich nichts. Ich glaube, bei denen da gibt's nichts zu synchronisieren von den Dingern. Oh ja, genau das meine ich mit der Kamera gerade eben. Da hatte ich mich gerade eben wieder abgespackt eben. Okay, ich glaube, in Assassin's Creed 2 gibt's glaube ich noch keine Renovierungsarbeiten für die Gebäude. Das streichen, das ist erlaubt. Du musst ja alles wieder lackieren hier. So. Jetzt verschwindet mir. So. Ja, weißt du was? Du sollst hier nicht kehren, hab ich dir schon mal gesagt. Ja. Habt ihr den Verstand verloren? Jetzt haut ab, Alter. Was willst du denn schon wieder? Verschwind von mir, Alter. Ihr kriegt noch eure gerechte Strafe. Wartet nur ab, ey. Ihr werdet noch eure Strafe noch kriegen, ey. Wartet's ab. Dann macht ihr so eine Scheiße nicht mehr. Dann machst du gleich sowas nicht mehr. Das kannst du mir glauben. So. Ich kletter erstmal hier hoch und irgendwo hier müsste ein. Hey. Irgendwo hier müsste doch ein Aussichtspunkt geben hier an der Stelle. Och, Junge, du sollst nicht so hinhüpfen, du solltest an die Wand hier dran. So, und dann. Genau. Das solltest du machen. Jetzt hier hoch. Ach so, da komme ich gerade nicht hoch. Dann eben mal die Leiter. Dann muss ich eben hier die Leiter benutzen. Nein, ich bin jetzt gerade wieder in der Nähe von einem Aussichtspunkt. Und dann nehme ich den auch gleich mit. Ach so, ich kann diesen... Ach Gott, ist das nervend, ey. So. Das ist doch einfach so... Gerade so nervend, ey. Kommst hier nirgendwo richtig hoch hier an dem Klump hier. So. Jetzt aber. Ja, gleich muss die ganzen Fähigkeiten als was das noch lernen alle. Und jetzt. Er ist hier. Sprich dein Gebet schneller. Ich habe ihn. Haut ab. So, ab jetzt. Genau. Ach so, ja, ja, okay, ich glaube, der Turm ist hier oben. So, dann nehme ich, ja, ja, ich bin schon hier, dann nehme ich den, Junge, wenn ich dann schon hier bin, habe ich dir gesagt, dann nehme ich den gleich mit, das ist mir egal. Glaub mir, dass ich den hier lasse. Ich nehme den gleich mit, wenn ich hier bin. In Herrgottes Namen hier. So, da kenne ich nichts, ey.
Ich nehme den mit und fertig. Komm. Noch ein ganzes Stückchen Ezio, perfekt. So. Jetzt. Ach, hier kommen wir auch. Okay, perfekt, warum nicht? So. Dann nehme ich mir von hier gleich den Aussichtspunkt auch noch mit. Was weg ist, ist weg. Und wenn ich gerade schon in der verdammten Nähe bin, warum nicht? Und jetzt runter. Ja, dafür müssen wir jetzt diese Codex-Seiten alle sammeln hier. Ah, nee, an die komme ich momentan gerade nicht dran. Ich habe noch keine... Ich kann so mit der Hand... Kann ich das echt schwer machen? Also, wir kommen wieder dahin. Aber so mit der Hand ist... So mit der Faust zuzuballern ist schon schwer. Ein Mensch muss kurz... So, Freunde, ich bin jetzt wieder da. Entschuldigung, dass es gerade eben so ein bisschen... Ja... gerade gestört hat. Aber... Da ist gerade Postbote vor der Tür gewesen. Da hat gerade Postbote geläutet. Mal wieder so spät. Weil ihr wisst ja, Leute, es ist ja bald Weihnachten. Und sozusagen kommen da die Postboten halt ein bisschen später bei uns. Ach ja, apropos, wir haben, es ist ja bald Weihnachten, wie schon gesagt. Wir können. Warte mal, gibt's da was dran? Okay, könnte man. Nee. Eigentlich will ich es gerade machen. Will ich mich gerade trauen oder das wagen. Aber, ich weiß nicht, ob das dann geht. Ach ja, apropos, Weihnachten. Wir haben ja schon bald wieder. Nee, ich lasse es so, wie es ist. Wir haben ja, was ich gerade sagen wollte, wir haben ja bald. Entschuldigung, ich gerade wieder mit Weihnachten wieder anfange. Wir haben ja jetzt dann bald Weihnachten. Und. Hab euch. So. Hab dann nämlich. Kommt her, ey. So. Jetzt. So bekomme ich euch auch. So bekomme ich euch auch mit der Faust noch. Dann komm her. So. Dann kriege ich euch noch mit der Faust. Aber wartet mal ab, bis ich mich richtig wehren kann. Und nicht nur mit der Faust. Dann seid ihr aber das. Dann seid ihr. Dann leidet ihr aber. Wie wunderschön. Nur das Beste. Lass mal. Was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Bist du für ein Schwein? Du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein! Richtig. Ezio, mein Freund. Bam. Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester. Eins auf die Nase. Gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Dann komm mal her. Ich glaube auch nicht, dass... Die Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst wird... Du wirst eine große Klappe bereuen. Ich gebe auf. Lass die Finger von meiner Schwester. Ich kann nicht mehr sehen. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Richtig, geh nach Hause. Hey, du. Hau endlich ab. Gell, hau ab. Die Leute haben recht. Haut ab. Hau ab. Ja, apropos. Ich habe dann nämlich dann vor, ein Weihnachtsspecial zu machen. Und... Ach ja, schön für euch. Ah, da oben ist... komme ich überhaupt an den Umwelt dran? Warum? Warte mal, kann man da hochklettern? Manche wollen es einfach nicht lernen, das ist die Sache. Oder warte mal, ist der jetzt der da? Nee, Quatsch, der ist da drüben. Aber ich glaube, ich komme gerade gar nicht an den hoch, weil... Ah, ist jetzt egal, eigentlich auch egal. Nee, ich weiß, ich kann alle noch nicht machen, weil ich da...
Gefühl noch nicht das richtige Ding dafür habe. Deswegen kann ich alle noch gar nicht machen. Auch wenn sie schon daneben sind. Aber. Nee, an den komme ich nicht dran. Sehe ich jetzt schon. Dazu bin ich, dafür bin ich noch nicht so weit. Aber an den dran zu kommen, bin ich noch nicht mal so weit. Oh Mann. Dann lass uns zurück. Dann müssen wir den mal machen. Müssen wir das machen, wenn wir dran kommen. Aber so, wir setzen noch nicht. So, erstmal hier hoch, dann hier hoch. Jetzt darfst du hier rüber, genau. Wenn ich das will, dann sollst du es machen. Vorher sollst du es ja natürlich nicht, ist klar. Also die Rennen, die machen wir auf alle Fälle nicht. Das sage ich jetzt schon, dass wir es so. Dann. Ah, festhalten kann er sich aufhören, sich fallen ist super. Das finde ich gut. Und jetzt lass dich loskommen. Ja, ist nur da. Und dann haben wir das auch fertig. So, los. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Sodeli. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ein Freund der Familie. Alles klar. Hallo Mann. So. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Ach, lass mich mit ihm in Ruhe. Welcher Kampf? Ach, bitte. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Genau. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. So, wohin? Ah, hier einfach mal fahren. Da sind wir. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Mach mal. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Ah ja, natürlich helfe ich ihm. Kein Problem. Was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. So. Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vielen grazie, Madonna. Wie nett von euch. So, ich habe jetzt gerade nichts kommentiert, weil ich die gerade nämlich erstmal selber sprechen lassen wollte, die zwei. Und da spreche ich ungern dazwischen, weil es einfach sich gut anhört, was die zu sagen haben. Ach ja, und
Wir beenden jetzt hier den Part. Wir sehen uns im zweiten Part wieder, euer Naruto 1986. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wieder einschaltet. Gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schreibt mir in die Kommentare, das wäre nämlich nett. Und auf alle Fälle seid wieder dabei. Und Eier, und wegen dem Weihnachtsspecial, da werde ich dann im nächsten Part weiterreden und auch ein bisschen was dazu sagen, wie das aussehen soll. Und bis gleich im nächsten Part. Ciao.